Hallo zusammen, willkommen bei TechBook und willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es bei uns darum, welcher Kopfhörer ist eigentlich der richtige für mich? Sprich, welcher Typ Kopfhörer ist der richtige für mich? Wir kennen Over-Ear, wir kennen On-Ear, die AirPods als klassische Ohrstöpsel, wir haben... Ja gut, hier Sportkopfhörer mit Kabel und wir haben dann auch noch AirPods Pro beziehungsweise in diesem Fall ein Motorola-Modell. Wir haben ganz viele Modelle In-Ears, die wirklich bis in die Ohrmuschel reingehen. Als Experten an meiner Seite ist mit dabei unser TechBook-Sound-Experte MC Sublime, seines Zeichens Musiker. Und wir werden euch heute zu jedem der fünf Modelle beziehungsweise Typen die Vor- und Nachteile erläutern und sagen euch einfach, für wen welcher Kopfhörer am besten geeignet ist. Viel Spaß! Und wir legen direkt los mit dem Over-Ear-Kopfhörer. Ja, der Over-Ear, der hat, ich sag mal, in den letzten Jahren einen absoluten Siegeszug erlebt. Jeder will Over-Ear-Kopfhörer. Ist richtig. Und der Grund dafür ist vor allem Dr. Dre. Der hat damals die Beats ins Leben gerufen und damit haben die eine besondere Popularität bekommen. Für Musiker sind Over-Ear-Kopfhörer schon immer das Nonplusultra, wenn es um Sound geht. Ein großer Vorteil an Over-Ear-Kopfhörern ist zum einen der Tragekomfort und zum anderen, dass sich alles, was drumherum so passiert, eben komplett abschotten kann. Es gibt ja manche dann auch noch mit dieser Noise-Cancelling-Funktion. Active Noise-Cancelling, genau, ANC, kann man sagen, haben viele der neuen Modelle, die meisten gibt es dann auch mit Noise-Cancelling. Richtig. Was wir natürlich auch schon gesagt haben, je größer der Klangkörper, desto besser der Klang. Das hatten wir ja bei unserem Boxentest auch schon mal angesprochen. Wer das noch nicht gesehen hat, hier oben Infobox, könnt ihr euch die Geschichte mal angucken. Die besten Bluetooth-Boxen unter 100 Euro. Bis jetzt. Vielleicht ja nochmal andere. Mal schauen mal. Ansonsten, ich persönlich bin ganz großer Over-Ear-Fan. Es gibt einfach ein sehr, sehr schönes Klangbild. Ich mag das, wie die sich am Kopf anpassen. Ich mag das Gefühl, dass ich komplett in der Musik bin, komplett im Song und alles andere um mich herum einfach ja, mehr oder minder vergessen kann bzw. abschotten kann. Genau, das sind auf jeden Fall schon mal die Vorteile. Natürlich hat auch der Over-Ear Nachteile. Wir haben zum einen, gerade wenn es Noise-Canceling an ist, diese komplette Abschottung ist natürlich nicht immer sinnvoll. Das muss man schon auch sagen. Ansonsten, was man aber auch sagen kann, natürlich braucht so ein Over-Ear-Kopfhörer auch Platz. Das ist nun mal nichts für die Hosentasche, das muss man wissen. Das ist sehr individuell, aber oft ist es auch das längere Tragen, ist für viele auch ein bisschen unangenehm, wobei da sind die mittlerweile eigentlich, gerade die guten Modelle, schon sehr ist bequem. Richtig. Und was man auch noch dazu sagen muss, gerade bei diesen Bügelgeschichten muss man immer besonders aufpassen, wenn man da, wie du gerade schon gesagt hast, da ist eben, ja, die brauchen sehr viel Platz, setze ich mich mal irgendwie blöd drauf oder irgendwas fällt drauf, dann sind die Geschichten halt schnell gebrochen. Da muss man natürlich immer sehr, sehr, sehr gut aufpassen, dass das nicht kaputt geht. Genau. Und dann kann man eigentlich auch noch sagen, Qualität hat in dem Fall aber auch seinen Preis. Für gute Over-Ear-Kopfhörer, Wireless, Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, da ist man schon im Bereich, also da geht es bei 250 Euro los. 200, 250 bis 300 hoch, auch drüber. Wer aber wirklich ein Fan davon ist, der kann bei uns mal reingucken. TechBook hat bereits zahlreiche Modelle getestet, alle guten dabei. Wir haben die besten Noise-Canceling-Kopfhörer für euch zusammengesucht. Artikel ist unten verlinkt. Ja, für wen ist der jetzt aber am Ende? Also man kann sagen, es ist perfekt fürs Flugzeug zum Beispiel. Es ist perfekt für überall, wo es laut ist und man hat es gern leise. Also es macht einfach die Umgebungsgeräusche, es lässt sie verschwinden. Man kann ihn dafür zum Beispiel nicht beim Sport benutzen. Das geht mit dem zumindest Gerät nicht. Eingeschränkt. Sehr eingeschränkt. Aber es schwitzt sehr unangenehm, richtig, muss man schon sagen. Also das sind so die Einsatzmöglichkeiten zu Hause, wenn man schön Musik hören will, wenn man irgendwie am Rechner was macht, schneidet, perfekt. Aber eben für unterwegs tatsächlich, vielen gefällt es auch nicht, mit so einem großen Ding auf dem Kopf rumzulaufen, für unterwegs eingeschränkt nutzbar. Muss jeder wissen, wie er seinen Kopfhörer gerne nutzt. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Modell. Ja, das wäre dann das nächst kleinere Modell, der On-Ear. Da ist es im Endeffekt so ein bisschen der Versuch, die Vorteile der In-Ear-Kopfhörer irgendwie mit den Vorteilen der Over-Ear-Kopfhörer zu vereinen, was hier eher so ein bisschen Versuch ist und weniger
ja, klappt nicht wirklich, ne? Also man muss sagen, die On-Ears, die gibt's natürlich schon viel, also die gibt's natürlich schon super lang. Also man kennt da schon früher diese aufgesetzten, auf der Ohrmuschel liegenden Kopfhörer mit Bügel. Auch du hast diese Beats bei Dr. Dre, hast du angesprochen. Auch davon gab es On-Ear-Kopfhörer, die waren auch super beliebt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Zeit der On-Ears ist ein bisschen abgelaufen. Gerade mit dem Aufkommen der kleinen In-Ears, AirPods etc. gibt's hierfür nur noch wenig Einsatzmöglichkeiten. Man kann wirklich nur sagen, der Vorteil ist, es liefert noch einen relativ guten Klang. Nicht so gut natürlich wie die Over-Ears. Ansonsten überwiegen die Nachteile. Er ist immer noch sehr groß, muss man auch sagen. Also er passt auch noch nicht in die Hosentasche. Noise-Canceling ist nicht möglich, dass die Ohren nicht umschließt oder in die Ohren reingeht. Ein Vorteil ist, die gibt es meistens noch zu einem relativ günstigen Preis. Hat aber auch, ja, das ist aber auch so ein bisschen der Grund dafür, ne? Alles, was du jetzt gerade angeführt hast, führt natürlich auch dazu, dass die Nachfrage jetzt nicht immens ist. Es gibt so einen kleinen Vorteil für die Leute, die ganz gerne bei schlechtem Wetter mal irgendwie ein Hoodie tragen oder so und aber trotzdem irgendwie vom Sound her was haben wollen, was eher so in die Richtung geht. Ja, also ich kann da halt wirklich mein Hoodie drüber ziehen oder ich kann da auch meine Mütze drüber ziehen. Tatsächlich auch beim Tragekomfort muss man bei vielen Modellen Abstriche machen. Nach einer halben Stunde drückt einem das so die Ohrmuschel zurück, dass es einfach unangenehm wird. Ist vor allem bei günstigen Modellen, so um die 50 Euro, gar nicht mal so angenehm. Man kann abschließend sagen, man kann die Geräte grundsätzlich für viel benutzen, aber in keinem Bereich sind sie wirklich die besten. Man kann sie auch zum Sport benutzen, da sieht man noch am häufigsten, finde ich, zurzeit On-Ear-Kopfhörer. Ist auch für mich vielleicht noch die sinnvollste Einsatzmöglichkeit. Ja, aber wenn es jetzt um Sport geht, da haben wir natürlich dann die praktikabelsten in dem Bereich und das sind halt dann die Sportkopfhörer. Sieht sie hier schon. Das sind die einzigen Kopfhörer bei uns oder Art von Kopfhörern, die wir hier noch mit einem Kabel vorstellen. Die gibt es natürlich auch ohne Kabel. Was zeichnet den Sportkopfhörer aus? Grundsätzlich ist es ein In-Ear-Kopfhörer, aber oft eben mit so einem Bügel hier noch rum, dass der einfach bombenfest am Ohr hält. Die sind fürs Joggen gemacht, die sind für Bewegungen gemacht und sind dafür auch eigentlich sehr gut. Vom Preis her, ja, siedeln die sich so an. Gute kriegst du auch schon ab 70 Euro, kannst aber auch weit über 100 Euro gehen. Vorteile liegen auf der Hand, halten fest. Nachteile ist auch so eine Komfortsache. Viele mögen kein In-Ear. Viele mögen das nicht, wenn sich da was ums Ohr schließt. Dieses Kabel empfinden viele als sehr störend. Bei günstigeren ist dieses Kabel eben noch dabei. Jetzt geht halt auch irgendwie die Membran ins Ohr rein. Das heißt, da sind wir vom Sound her auch ein bisschen eingeschränkt. Wir kriegen dieses satte Soundbild nicht mehr so, so abgebildet. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, können wir offen drüber reden, optisch gefällt das nicht jedem. Das ist schon was sehr, sehr Eigenwilliges. Da muss sich das Auge auch erstmal dran gewöhnen. Ich persönlich habe noch nicht so viele damit rumlaufen sehen. Hier und da, wenn ich mal joggen bin, was gelegentlich passiert, das ist ja tatsächlich der einzige Nutzen. Ne? Also ich könnte mir jetzt wenig vorstellen, damit jetzt im Alltag herumzulaufen. Da wird es dann halt auch schon wirklich wieder unpraktisch mit diesem Kabel. Bleibt es mir irgendwie blöd in der Hose hängen, ich ziehe irgendwie eins raus, dann ist das Kabel gerissen. Ja, das Problem bei den Sportkopfhörern ist halt ein bisschen, die sind halt ähnlich wie hier die On-Ears, auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aktuell gibt's neben den Over-Ears natürlich noch einen großen Trend und das sind In-Ear. Wir fangen mal an mit den klassischen Ohrstöpseln und da gibt's eigentlich vor allem die AirPods. Die kleinen Geräte von Apple sind mit Abstand der beliebteste Ohrstöpsel, den es zurzeit gibt. Von der Form her sind es fast die alten EarPods, sprich die kabelgebundenen, nur jetzt ohne Kabel, jetzt, also gibt es schon ein paar Jahre, kosten ja dann doch schon auch 150, 160, 170, je nach Angebot, 180 Euro, haben dieses Ladecase mit dabei und die Dinger verkaufen sich tatsächlich bei Apple wie warme Semmeln. Wird auch schon in dem ein oder anderen Rap-Video mittlerweile verwendet, das heißt, das ist tatsächlich von einem Produkt, was wenige Nutzer hatte, zu einem Produkt aufgestiegen, was einfach auch so ein bisschen Lifestyle schon hat. Das ist einfach so eine Art Statussymbol. Am Anfang musste man sich dran gewöhnen an die Optik. Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass die Leute damit rumrennen. Also ich sag so, wer jetzt wirklich diese AirPods nicht mag, es gibt tatsächlich zahlreiche Alternativen, die teilweise auch besser sind, muss man ehrlich sagen, und die vor allem besser für Android-Geräte sind. Wir bei TechWo, wir haben einen umfangreichen Test, also den kann ich nur wirklich jedem an die Hand legen.
oder ans Herz legen, beziehungsweise ist unten verlinkt. Unsere AirPods-Alternativen, das sind mittlerweile über 10, haben wir zusammengetragen. Wir haben alle getestet, haben nur die besten für euch rausgesucht. Auch von namhaften Herstellern die besten Alternativen. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr sagt, AirPods, nichts für mich, aber ich möchte eben diese Ohrstecker haben. Man kann sagen, sind sehr praktisch, haben natürlich nicht den stärksten Sound, reicht aber von der Nutzung, ist es wie kabelgebundene Ohrstöpsel früher waren. Sie halten drin, also wer da irgendwie sich Sorgen macht, die halten. Sie halten beim Sport nicht immer. Das heißt, wer im Fitnessstudio sich auf die Bank legt, da rutschen die raus, muss man so sagen. Das haben ja die, ja genau, also sie können ja im Prinzip nicht mehr als das, was die Earphones früher konnten, bloß dass sie eben kein Kabel haben. Und das ist, denke ich, auch der große Vorteil. Problemchen, die man mit den Earphones hatte, die hat man eben jetzt mit den AirPods nicht mehr oder eben mit den Wireless-In-Ear-Phones hat man das einfach nicht mehr. Für den Alltag und für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt einfach nur ein bisschen chillig Musik hören möchte, ist das ja eine coole Geschichte. Würde ich auch sagen, kann ich so unterschreiben. Der Trend geht mittlerweile sogar schon weiter von den normalen AirPods, auch Apple hat es erkannt, zu den AirPods Pro bzw. zu Ohrstöpseln, kabellos, aber in der In-Ear-Variante. Das ist unsere letzte Art der Kopfhörer, die wir euch noch vorstellen wollen. Das ist jetzt so ein bisschen auch der Endgegner, ne? Also das ist schon auch optisch schon eine Ansage. Also ich glaube, man sieht auch ganz deutlich, wo die Reise hingeht. Das ist eine Hornisse, das andere ist eine Biene, so sagen wir größenmäßig, wenn man es hier so anguckt. Das ist in der Tat richtig. Am Ende des Tages schaut es dann aber im Ohr auch dann ähnlich aus. Das geht hier tatsächlich. Nimm's doch mal rein. Ist das links oder rechts? Vorteil an den Geräten im Vergleich zu den normalen Stöpseln, den normalen AirPods, ist, dass die eben wirklich tief im Ohr liegen und deswegen auch Noise Cancelling haben. Das heißt, man kann dort auch die Umgebungsgeräusche relativ gut abschotten. Nachteil ist, das muss man schon auch mögen. Ich kenne ganz viele, mich eingeschlossen. Hörst du uns noch? Ja, ja, ich hör dich super. Er hat das Noise Cancelling also noch nicht an. Ich habe ja keine Musik an. Also das ist ja, glaube ich, wär ein bisschen bedenklich, ja, wenn es anders wäre. Es mögen viele Leute nicht, das so im Gehörgang drin zu haben. Das ist der Nachteil. Vorteil ist, die Dinger halten auch besser. Also im Vergleich zu den normalen kann man hier sich schon auf eine hinlegen auch. Die Dinger halten, egal wo man sich hinlegen will. Wer es mag in ihr, dem würde ich fast die empfehlen. Wer das nicht mag, der greift einfach zu den normalen AirPods oder den AirPods-Alternativen. Ja, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen. Machen wir doch. Dann kommt hier das Fazit. Unser Fazit, der Over-Ear, ist unsere Empfehlung. Wir haben die besten für euch getestet, könnt ihr unten nachgucken. Auf jeden Fall bester Klang, bestes Noise-Canceling, sprich beste Geräuschunterdrückung. Sitzen eigentlich relativ bequem. Für den Anspruch Sound ist das unsere Empfehlung. Genau, für die Soundliebhaber unter euch. Und natürlich für alle Vielflieger, weil fürs Flugzeug das Ding immer noch das Nonplusultra. Dann kommen wir zu den AirPods. Alltag. Im Alltag eigentlich perfekt. Man kann sich damit auch gut auf dem Weg zur Arbeit, finde ich die besser als alles, was Noise Cancelling hat, weil ich möchte im Straßenverkehr als Fußgänger, ich möchte einfach noch ein bisschen hören, was los ist um mich rum. Sonst kriegst du ja nichts mit, ruft jemand nach dir, hörst du nicht. Und du kannst damit telefonieren. Wenn es nicht zu windig ist, muss man schon sagen. Ah, das ja. Musste ich feststellen. Aber würde ich sagen, für den Alltag perfekt, Sound durchschnittlich. Aber zum Podcast hören, zum bisschen Musik hören, eigentlich super. Jetzt ist die Frage, die On-Ears sind ja so ein bisschen außer Konkurrenz, das haben wir schon festgestellt. Aber was würdest du jetzt empfehlen für den Sport? Ich würde für Sportfans tatsächlich die In-Ear Wireless empfehlen. Die haben einfach noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Die kannst du eben auch im Alltag benutzen. Und das geht mit diesen Sportkopfhörern nicht. Egal, ob die ein Kabel haben, allein dieses Ding um die Ohrmuschel, das hat doch keiner im Alltag. Wie sieht das aus? Hast du so ein Alien ums Ohr? Das ist richtig. Ich glaube, die Geschichte hier, das ist tatsächlich für den klassischen Marathonläufer, würde ich jetzt mal sagen, wenn es dann eben auch schon anfängt im Ohr zu schwitzen und die Sache ein bisschen glitschig wird, dann hast du eben den Bügel, der die Sache einfach noch im Ohr hält. Das ist tatsächlich so ein Profisportler-Gerät und da hat das vielleicht noch seine Daseinsberechtigung. Ja, du kannst es sicherlich auch einem Boxer oder so, der ein bisschen Sparring oder der ein bisschen auf den Boxsack haut, alles empfehlen, wo wirklich schnelle Bewegungen sind. Wir können sagen, On-Ears, Sportkopfhörer, nur wirklich für Spezialfälle. Da solltet ihr euch wirklich Gedanken machen, ob ihr die wollt. In-Ears oder auch die normalen Ohrstöpsel
oder Over-Ears, haben wir euch erzählt, für wen das ist. Das sind eindeutig auch unsere Favoriten. Wir haben zu allen dreien unten Artikel verlinkt, in denen ihr die besten findet, von uns getestet. Da könnt ihr euch auch eure passenden aussuchen. Preise, die hier natürlich am teuersten. Die hier gibt es dann gute, mittlerweile auch schon unter 100 Euro, meistens aber über 100 Euro. Und was mich jetzt am Ende natürlich noch interessieren würde, was sind eure persönlichen Lieblingskopfhörer? Habt ihr vielleicht irgendwelche Punkte, die wir jetzt hier vergessen haben, die ihr noch ergänzen wollt? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das ist auch immer eine wichtige Geschichte. Und auch weitere Videos, die wir zusammen gemacht haben, findet ihr oben in der Videobox, wenn ihr Bock habt auf das, was wir hier tun. Dann abonniert uns gern, wenn ihr mehr über MC Sublime, unseren Experten, erfahren wollt. Er hat auch einen YouTube-Channel. Gerne abonnieren. Er macht die Musikvideos, alles in Eigenregie, in einem kleinen Team. Tatsächlich. Und ansonsten schreibt uns, wie gesagt, gerne rein, was ihr noch von uns sehen wollt. Was sollen wir im Audiobereich noch für euch testen? Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.